Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Auf jeden Fall können wir mal bitte über das Intro reden, wie gut ich das hinbekommen habe. Und für die Leute, die es jetzt scheiße fanden, ignoriert es einfach, okay? Ich habe mir dabei so viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall dachte ich, ich könnte euch mal bei so einem Productive Day in My Life mitnehmen. Es war auf jeden Fall Sonntag und ich bin tatsächlich um 5 Uhr aufgestanden. Fragt mich nicht, wie ich das am Sonntag hinbekommen habe. Normalerweise schlafe ich am Sonntag länger. Ich habe mir dann erstmal Kaffee gemacht, weil ich logischerweise müde war und ich bin einfach so blöd. Ich habe das ganze Eis verschüttet, was ein Problem war, weil meine Eltern haben noch geschlafen. Das Ganze habe ich dann aber vorbildlich aufgesammelt, damit der Boden halt nicht nass wird. Und dann habe ich meine Haare gewaschen, beziehungsweise meinen ganzen Körper. Und als ich meine Haare zurückgeworfen habe, dann hat sich einfach meine Pflanze bewegt. Das ist übrigens eine Fake-Pflanze. Ich habe keine echten Pflanzen in meinem Zimmer, weil die würden sofort sterben. Auf jeden Fall habe ich mal dieses coole Produkt bekommen und da ist irgendwie Matcha drin und Koffein und es soll irgendwie gut für die Kopfhaut sein, damit die Haare schneller wachsen. Und ich will unbedingt wieder meine lange Haarlänge zurückhaben. Ich vermisse sie so sehr. Ich weiß, ich habe meine Haare erst vor kurzem geschnitten, aber ich vermisse es jetzt schon und ich bereue es so sehr. Abgesehen davon habe ich noch dieses Massierding verwendet. Keine Ahnung, wo ich mir das mal geholt habe. Ich glaube, ich habe es mir mal bei Amazon gekauft, weil ich einfach ein Konsumopfer bin und das irgendwo mal auf TikTok gesehen habe, dass meine Haare dann richtig schnell wachsen sollen. Ob das wirklich funktioniert, dazu sage ich euch in ein paar Monaten was. Und als hätte ich noch nicht genug Produkte in mein Haar reingeklatscht, beziehungsweise eigentlich hatte ich ja nur ein Haarprodukt, glaube ich, verwendet gehabt, habe ich dann auch noch diesen Leave-In-Conditioner reingemacht. Das ist halt wie ein Conditioner oder eine Maske, nur dass man sie nicht rauswaschen muss. Abgesehen davon hat dieses Produkt auch noch einen Hitzeschutz drin, weshalb ich danach meine Haare föhnen konnte und kein Problem damit hatte, dass meine Haare irgendwie kaputt gehen oder so. Ja, genau. Danach habe ich auch noch Skincare gemacht. Ich habe erstmal dieses Rollteil unter meine Augen gemacht. Ob das wirklich irgendwas bringt, das ist die Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das schon seit 3 Jahren und es ist immer noch nicht leer. Und dann habe ich auch noch eine Creme unter meine Augen gemacht. Eigentlich ist es eine Anti-Falten-Creme und die ist noch nicht mal für unter die Augen, aber ich verwende sie einfach trotzdem dafür, auch wenn ich keine Falten habe. Und ich mache es auch noch auf meine Lippen drauf, weil die sind immer so trocken. Der Grund, weshalb ich so viel unter meine Augen mache, ist der, dass ich immer so krasse Augenringe habe. Und deswegen habe ich dann auch noch diese Eyepatches genommen und sie einfach da drüber gelegt. Ich glaube, es ist alles ein bisschen unnötig, weil meine Augenringe sind einfach danach immer noch da. Aber egal, ich mache es gerne. Es ist irgendwie so ein cooler Step am Morgen, damit ich wach werde. Ich merke gerade, dass es irgendwie richtig hobbylos rüberkommt, dass ich einfach so unnötige Sachen mache. Aber es macht mich glücklich, okay? Also bitte lasst mich in Ruhe und judge mich nicht dafür. Okay, doch, ihr könnt mich dafür judgen. Ich würde mich selbst dafür judgen. Abgesehen davon wollte ich dann auch noch so vorbildlich sein und habe mein Bett gemacht. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich, weil wenn ich morgens mein Bett mache, dann fühle ich mich irgendwie auch besser, weil dann mein Zimmer ein bisschen aufgeräumter aussieht. Und das Bett macht immer den größten Unterschied. Falls ihr das Gefühl habt, dass ich irgendwie zu schnell rede oder so, es tut mir leid, ich kann es leider nicht ändern, ich habe es mir einfach angewöhnt. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mir so eine To-Do-Liste zu schreiben, damit ich am Tag halt ein bisschen produktiver bin. Und damit ich mich ein bisschen besser fühle, habe ich gleich auch noch die Sachen mit draufgeschrieben, die ich bereits erledigt habe. Ich weiß, ist eigentlich nicht der Sinn der To-Do-Liste, weil du schreibst ja logischerweise Sachen auf, die du erst erledigen willst, damit du halt motivierter bist und so. Aber es ist schließlich meine To-Do-Liste, also werde ich machen, was ich will, okay? Auf jeden Fall, ich weiß, es gibt so richtig viele coole Funktionen auf dem iPad und so, aber ich bin einfach so schlecht in Sachen darauf malen oder zeichnen oder schreiben. Ich weiß, man kann so Sachen richtig schön machen und so. Und falls es mir irgendjemand beibringen möchte, dann bitte zeigt es mir, weil ich schreibe einfach immer nur ganz normal alles auf. Ich habe auf die To-Do-Liste auf jeden Fall so Sachen aufgeschrieben wie Zimmer aufräumen, Klavier spielen, Nachhilfe geben, weiß nicht mehr genau, was da noch so drauf stand. Das Nachhilfegame habe ich tatsächlich an dem Tag auch gemacht, aber ich habe es nur vergessen mitzufilmen. Zudem wollte ich mein Bild für meinen Vater mal malen, weil er hat bald Geburtstag und ich möchte es unbedingt bis zu seinem Geburtstag fertig haben. Beziehungsweise, wenn ich dieses Video poste, hat er ja wahrscheinlich schon Geburtstag. Und eine Sache, die ich immer mache, ist mit diesem Textmarker diese Punkte setzen, weil dann kann ich anfangen, das Ganze abzuhaken. Und wie gesagt, ich konnte die ersten Sachen eigentlich auch schon abhaken. Und ich habe mir sogar Waffeln am Morgen gemacht, weil meine Mutter hatte diesen Teig vorbereitet gehabt. Das heißt, man musste am Morgen einfach nur noch diese Waffeln in das Waffeleisen reintun und dann hatte man voll schöne Waffeln. Ich habe absolut keine Ahnung, woran es liegt, dass in der Mitte immer alles bei mir braun ist und nach außen die Waffel so hell wird, aber ist mir eigentlich auch egal. Und dann habe ich Joghurt und noch diese Granatapfel, glaube ich, nennt man das dazu gemacht und es war so lecker. Wie gesagt, habe ich dann an dem Bild für meinen Vater weitergemalt und ich habe tatsächlich an dem Tag relativ viel weitergemalt, auch wenn ich nicht so viel dazu mitgefilmt hatte, glaube ich. Aber insgesamt hatte ich irgendwie 3-4 Stunden gemalt gehabt. Nebenbei habe ich ein YouTube-Video geschaut, damit ich nicht mit meinen Gedanken so allein gelassen werde, weil dann fängt an, mein Kopf irgendwie richtig seltsame Sachen zu denken und darauf habe ich keine Lust und das ist viel zu anstrengend. Deswegen versuche ich mich immer abzulenken, damit ich halt nicht so viel nachdenke.
Ich bin einfach wirklich mit Abstand der größte Overthinker, den ich eigentlich kenne. Das Ding ist halt einfach, bei Sachen, die eigentlich wichtig sind, wie zum Beispiel Schule, da denke ich gar nicht drüber nach, auch wenn es eigentlich wichtig wäre. Und so Sachen, wo ich mir wirklich mal Gedanken drüber machen sollte, wie gesagt, darüber denke ich nicht nach. Es sind immer so richtig kleine, unnötige Sachen. Zum Beispiel, dass ich irgendwie jemand auf der Straße Hallo gesagt habe und die Person mir nicht zurück Hallo gesagt hat. Und dann denke ich darüber 3-4 Stunden nach, weil es mir so unangenehm ist. Auf jeden Fall habe ich versucht, für meinen Vater so eine koreanische Landschaft zu malen. Ich weiß, man erkennt es nicht wirklich, aber dann habe ich das Ganze auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste abgehakt und dann habe ich angefangen, mich zu schminken. Übrigens mixe ich immer 2 verschiedene BB-Creams zusammen, weil ich irgendwie nie die passende Farbe finde und mein Hautton verändert sich auch einfach jeden Tag. Für die Leute, die nicht genau wissen, was eine BB-Cream ist, ist es so ähnlich wie eine Foundation, nur dass sie halt viel besser für die Haut ist und sie ist nicht so stark deckend. Unter der BB-Cream mache ich aber nochmal ein bisschen Concealer auf meine Pickel drauf, weil dann hält das Ganze einfach besser. Und wie ich davor erwähnt habe, die BB-Cream ist nicht so stark deckend, deswegen würde man meine Pickel auch noch leicht durchsehen und das möchte ich ja nicht. Ich sehe gerade, ich hatte einfach Make-up auf meinen Haaren, was einfach nur schrecklich aussieht, aber ich glaube, ich habe das danach auch rausgemacht oder auch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich das ganze Video in meinen Haaren, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Übrigens habe ich die BB-Cream aus Korea, deswegen kann ich euch leider nicht wirklich die Brand sagen. Ich weiß auch nicht genau, welche Brand das überhaupt war. Und dann war ich auch schon fertig mit dem Make-up. Also ich habe jetzt nicht so viel mitgefilmt. Und dann konnte ich das Ganze auch auf meiner To-Do-Liste abhaken. Weiter habe ich dann mit meinen Haaren gemacht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie verzweifelt ich mit meinen Haaren bin. Ich verstehe einfach nicht, wie man diese Sidebangs stylen kann. Auf jeden Fall habe ich sie dann erstmal nass gemacht. Und dann habe ich auch nochmal Hitzeschutzspray raufgemacht. Weil immer, wenn ich auch nur ein bisschen Hitze verwende, habe ich Angst, dass meine Haare kaputt gehen. Deswegen mache ich immer richtig viel Hitzeschutzspray drauf. Ich habe auf jeden Fall dieses Teil genommen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es heißt. Das habe ich von meiner Mutter geklaut und da ist halt so heiße Luft, die da rauskommt und dann kann man sich so Wellen reinmachen oder so Locken. Ich versuche damit auf jeden Fall meine Sidebangs zu stylen und es funktioniert einfach nie. Ich habe noch keinen Trick herausgefunden, wie das irgendwie hält oder so. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Zeug gemacht und dann habe ich halt diese Rolle reingemacht, damit das Ganze auch länger hält. Aber es hat nicht funktioniert. Nach 15 Minuten spätestens ist das Ganze einfach wieder rausgegangen, obwohl ich diese Rolle 2 Stunden drin gelassen habe. In der Zeit habe ich dann mein Kunstprojekt weitergemalt. Hier dachte ich, zeige ich euch auch einfach nochmal das Originalbild. Und da habe ich halt versucht, diese ganzen Seerosen zu malen. Ich habe dann einfach etwas Farbe genommen und ich habe einfach so viel Kraft gebraucht, diese blöde Grün rauszubekommen, weil es einfach festgefroren war gefühlt. Eingetrocknet. Entschuldigung, ich meinte natürlich eingetrocknet. Das kann gar nicht festfrieren. Das ist ja schließlich nicht kalt in meinem Zimmer. Nur leider bekomme ich das mit den Seerosen nicht richtig hin, wie man auch erkennen kann. Deswegen habe ich das Ganze einfach trocknen lassen, damit ich das Ganze drüber malen kann. Übermalen kann. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht gerade das Beste. Das ist einer der Vorteile bei Acrylfarben. Egal, was für einen Fehler du gemacht hast, du kannst es einfach trocknen lassen und dann drüber malen. Es ist nicht so wie Wasserfarben, das sich irgendwie vermischt oder so. Ich weiß, ich habe davor gesagt, dass ich das Ganze 2 Stunden drin gelassen hätte oder so, aber ich glaube, das waren nur 50 Minuten, weil ich dann einfach zu faul war. Und wie man sehen kann, am Anfang war das so richtig krass gewölbt. Ja, da sah es erstmal komisch aus. Ich fand, in diesem Moment sah es einfach so schön aus. Aber wie gesagt, in 15 Minuten war das leider wieder alles draußen. Dann habe ich mich dazu entschieden, etwas Chemie zu lernen, weil Chemie ist mit Abstand mein schlechtestes Fach, deswegen muss ich da halt ein bisschen nachholen und Ganze nachlernen, weil ich da absolut nichts verstehe. Ich glaube, das liegt tatsächlich an den Lehrern, die ich letztes Jahr immer hatte, weil ich habe absolut nichts bei denen gelernt, obwohl ich immer eine gute Note bekommen habe, weil wir einfach nichts im Unterricht gemacht haben. Das Ganze habe ich dann auch von meiner To-Do-List abgehakt und dann habe ich etwas Klavier gespielt und da sich viele von euch gewünscht haben, dass ich euch mal was vorspiele, habe ich euch hier etwas eingeblendet. Der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste war aufräumen, weshalb ich das Ganze auch gemacht habe. Und ich habe nicht wirklich aufgeräumt. Ich habe einfach nur die Wäsche, die auf dem Boden lag, reingeräumt. Ich habe halt einfach aussortiert, was ich nochmal anziehen kann. Das gehört da einfach rein. Und das, was ich nicht mehr anziehen kann, weil es in die Wäsche sollte, habe ich dann halt aufgehoben und dann in den Wäschekorb gelegt. Und darüber kümmern sich dann meine Mom zum Glück, weil ich kann keine Wäsche waschen, weil ich einfach zu untalentiert dafür bin. Abgesehen davon habe ich mir auch meinen Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt und da lagen irgendwelche Make-up-Produkte herum. Fragt mich nicht warum, deswegen habe ich die erstmal in meine Make-up-Schublade reingetan und dann habe ich noch irgendwelche Bücher reingeräumt und ich habe auch meinen Tisch ein bisschen gewischt. Ich weiß noch nicht mal genau, warum da meine Tasche draufsteht. Ja, die Tasche gehört auf dem Boden, nicht auf meinen Schreibtisch, deswegen habe ich sie auch erstmal runtergeschmissen. Davor habe ich dann aber erstmal irgendwelche wichtigen Sachen aus der Tasche wohl rausgeräumt. Was ich da genau gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, mich selbst im Spiegel zu betrachten, weil das irgendwie lustig aussieht. Ich wusste noch nicht mal, dass ich das mitfilme. Meine Schwester hat mich übrigens auch darum gebeten, ein Wimpernlifting rauszusuchen, welches sie bestellen kann. Deswegen habe ich das Ganze halt auf Amazon rausgesucht und ihr dann auch geschickt. Und ich merke gerade, dass ich dieses Video ein bisschen falsch geschnitten habe, weil da war gerade ein Clip drin, wo ich auf der Checkliste Klavierspielen abgehakt habe, obwohl ich das schon viel früher gemacht habe. Ich wollte eigentlich Zimmer aufräumen abhaken.
Aber ich werde das jetzt nicht ändern, weil das ist mir erstens zu anstrengend und zweitens bin ich zu faul. Später, gegen 3 Uhr, glaube ich, war das, habe ich dann irgendwann Hunger bekommen, weshalb ich mir was zu essen gemacht habe. Und ich habe mir so Süßkartoffeln genommen, weil ich liebe Süßkartoffeln einfach so unfassbar sehr. Und es sind so koreanische Süßkartoffeln, deswegen sind sie rosa. Und die schmecken sehr viel besser als diese orangenen. Abgesehen davon habe ich mir noch so eine Suppe gemacht. Das ist einfach so eine Fertigsuppe. Die heißt irgendwie Hochzeitssuppe oder so. Ich mag die auf jeden Fall sehr gern, weil da sind so Karottenstückchen drin und auch so Nudelteile. Oh, und ich merke gerade, das ist einfach auch falsch gedreht, weil dieser Teil kommt eigentlich, bevor ich meine Haare wieder aufgemacht habe. Oder ich habe diese Rolle einfach wieder in meine Haare reingemacht. Ich weiß es nicht mehr, dieses Video ist schon ein bisschen älter, es tut mir leid. Später am Abend habe ich dann nochmal angefangen, ein bisschen zu lesen, um mich zu entspannen. Eigentlich nicht, eigentlich habe ich gerade 5 Minuten gelesen und dann war mir das Ganze zu langweilig, deswegen bin ich auch wieder auf TikTok gelandet. Aber an mir nehmt ihr euch bitte kein Vorbild. Danke nochmal an euch, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Es bedeutet mir wirklich sehr, weil diese YouTube-Videos teilweise echt viel Arbeit sind. Ich hoffe, ihr schaut euch mein nächstes YouTube-Video auch an. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.